Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal, meine Freunde da draußen. Es wird Zeit für ein neues Video und ich denke, einige von euch haben schon darauf gewartet. Heute präsentiere ich euch das fertige Modell vom DeLorean aus Zurück in die Zukunft im Maßstab 1:8. Ja, ihr könnt schon sehen, der DeLorean ist fertig und steht in seiner ganzen Pracht da. Mit diesen ganzen Details und mit diesen ganzen Änderungen ist es ein noch besseres Modell geworden. Und wir fangen auch gleich am Heck an. Als allererstes, wie gesagt, ich werde nicht alles erzählen, weil das wird einfach viel zu lange dauern. Als allererstes sind natürlich die Fluxbänder hier, die ich geändert habe. Die waren in so ein ja, fast Chromschein gewesen. Das habe ich alles angeschliffen und neu lackiert in Silber. Dann habe ich die Schrauben gewechselt. Das Gitter ist noch das gleiche, höchstwahrscheinlich könnte man sicherlich auch ein anderes Gitter dafür verwenden, aber ich habe zu dem Zeitpunkt, als ich das gebaut habe, kein anderes Gitter gefunden und ich dachte mir, das würde auch reichen. Dann habe ich hier diesen Ellbogen, also diese Winkelstück hier verändert. Ich habe das hier gold lackiert oder bronze lackiert, je nachdem, Messing lackiert, so. Der Rest ist so original. Dann habe ich die Eishockey-Pucks hier schwarz gemacht und oben noch ein paar Schrauben eingearbeitet. Ich habe die Kabel getauscht in der richtigen Farbreihenfolge. Sie sind etwas zu dick, aber nichtsdestotrotz sieht es sehr, sehr gut aus. Und die ganzen Kabel habe ich noch mit einem selbstgemachten Kabelbinder umwickelt. Apropos Kabelbinder, man kann schon sehen, diese Fluxleitungen hier wurden auch stark verändert. Ich habe die Kabelfarbe verändert, also einige Kabel ausgetauscht. Dann habe ich die Kabelbinder aus Isolierband geschnitten, also ganz, ganz dünne Streifen und dann umwickelt. Die Enden habe ich mit einem Tropfen Sekundenkleber befestigt. Dann geht's weiter. Wir haben hier diesen Kühlkörper. Der ist im Original schwarz. Ich glaube, der vom Bausatz war auch schwarz. Aber ich habe hier noch einen Stecker installiert und diese Kabel. Ja, weiterhin zu sehen sind hier die Vents. Die habe ich auch farblich angepasst. Die sind im Originalbausatz silber. Ich habe sie erstmal mit einer Schweißnaht versehen. Dazu habe ich eine Kabellitze aufgeklebt und mit einem Skalpell lauter Schweißpunkte eingraviert sozusagen. Dann habe ich noch einige Löcher hier vorne hinzugefügt, die Schrauben gewechselt, dann die Salztechnik angewendet, um hier diesen Effekt zu erzielen mit diesem abgeplatzten Lack. Diese Leitung hier habe ich mit Blumendraht umwickelt, diese Leitung habe ich neu lackiert. Weiter geht's in den Innenraum. Dort habe ich diese Düsenöffnung hier schwarz lackiert, auch hier die Kabelfarbe verändert. Diese Leitung hinzugefügt, neben Schellen, den Sitz ein bisschen gealtert, Teppich hinzugefügt von Mike Lane. Die Fußmatten habe ich selbst gemacht, ist eigentlich ziemlich gut geworden, sogar mit einigen Dreckspuren. Hier kann man nochmal schön die Kabelbinder sehen, die ich selbst gemacht habe. Zu den Fluxleitungen muss ich noch dazu sagen, diese sind normal in schwarz gewesen. Also dieses dicke Kabel war in so einem glänzenden schwarzen Plastik, das habe ich abgeschliffen und neu lackiert. Und ebenfalls diese Schellen hier neu lackiert, die ihr vielleicht sehen könnt. Auch diese Schellen habe ich farblich angepasst, da diese im Eagle Moss Bausatz komplett silber sind. Ja, auch im Innenraum kann man sehen, dass ich einige Kabel hinzugefügt habe, wie dieses schwarze Kabel. Dann diese Schlauchschellen da hinzugefügt habe, hier und hier. Und auch diese weißen Kabelbinder. Den Zeitleitungsschalter habe ich bearbeitet, sowohl farblich als auch einige Details hinzugefügt, wie dieses weiße Kabel hier. Die Box ist komplett, also bis auf das, bis auf den Rahmen hier, bis auf das Grundgestell, ist alles handgearbeitet. Also dieses ganze Zeug, was hier drin ist, diese ganzen Bauteile, auch das Gitter oben drauf, ist alles neu gemacht. Ebenso dieser Schriftzug von Mike Lane, ein Sticker davon, den habe ich hier aufgeklebt. Den Mechanismus für den Sitz zum Umklappen habe ich auch neu bemalt. Hier kann man einige Details erkennen. Ich habe diese Bauteile hier ein bisschen verändert. Im Original sind es halt Eagle Moss Bauteile, aber ich habe mir welche von Shape Base gekauft. Die sind wesentlich detaillierter und da habe ich auch noch einige Kabel hinzugefügt und farblich angepasst. Die Bailout Box habe ich auch noch ein bisschen bearbeitet und ein Kabel hinzugefügt. Vom Tree ist ein Sticker drauf. Ich habe aber die LEDs gewechselt. Also sie leuchten jetzt unten grün und oben gelb. Der Fluxkompensator ist nicht von Model Mods, sondern von jemand anderen. Den habe ich damals sehr, sehr günstig gekauft. Und auch selbst bemalt und alles Mögliche, was da geändert wurde, auch noch selbst
bewerkstelligt. Ja, schauen wir uns die Front an, denn diese wurde auch umfassend überarbeitet. Ich habe neue LEDs verbaut, den inneren Scheinwerfer abgeklemmt, da im Film ja auch sowieso nur der äußere Scheinwerfer zu sehen ist, bis auf eine Szene in Teil 2, wo man sehen kann, als Marty und Doc halt vom Schulgebäude starten. Dahinter ist ein schwarzes Inlay, würde ich mal sagen, auch von Mike Lane, damit die Scheinwerfer ein bisschen schwarz sind im Hintergrund. Weiter geht's mit den Fluxbändern hier vorne. Dort habe ich einige Schellen angebracht und auch die Schrauben gewechselt. Ebenso habe ich die Fluxbandhalterung geschliffen und mattschwarz lackiert. Die Fluxboxen wurden von mir auch komplett überarbeitet. Ich habe diese ganzen Teile abgeschliffen, also die Fluxboxen grob abgeschliffen und dann neu lackiert und das ganze Teil nochmal mit Panel-Lining bearbeitet, damit ein bisschen Alterung zum Vorschein kommt. Ebenso habe ich an diesem Stromstecker hier oben zwei Schrauben ergänzt. Das sieht in meinen Augen auch wesentlich besser aus. Ja, ich hoffe, man kann es etwas erkennen. Ich habe die Towbar hinzugefügt. Während des Drehs war der Wagen an ein Kameragestell befestigt. Ähnlich so wie bei Knight Rider, bei Kid, wenn man vorne sieht, das Hero Car und das Backup zum Hero Car hatten vorne immer so eine Towbar dran. Die wurde halt befestigt an den Kamerawagen, dass Filmaufnahmen dafür einfacher zu drehen waren. Wie gesagt, das habe ich hinzugefügt und auch beim DeLorean ist die Frontmaske zur Hälfte unten schwarz lackiert. Das kann man jetzt hier nicht so gut sehen, aber die habe ich auch schwarz matt lackiert. Ja, kommen wir nun zum Kofferraum. Dieser hat auch umfangreiche Umbaumaßnahmen hinter sich. Als allererstes fällt auf, dass die Stoßdämpfer falsch rum sind, also den Kenner wird es auffallen. Ich habe aber auch Bilder gefunden, wo die Stoßdämpfer andersrum waren, also so wie sie hier zu sehen sind. Aber im Originalfahrzeug, wenn man sich den Film anschaut, sind die Stoßdämpfer, also das schwarze Teil ist halt oben und der Zylinder, der nach unten rausragt, ist halt Richtung Kofferraumboden. Aber ich habe es trotzdem so gelassen, weil es einfach keinen Sinn macht, die Teile jetzt, also das ganze Auto zu zerlegen, nur um diese Stoßdämpfer zu wechseln. Ja, was auffällt, ist natürlich das Reserverad. Das ist nicht das Originale von Eagle Moss. Dieses Reserverad hat ein Freund von mir angefertigt. Es wurde aus einem Stück Stahl gedreht und ist somit ein echtes Metallrad nach Originalmaßen, so wie das Originalersatzrad auch gewesen ist. Dazu habe ich die Decke von Eagle Moss, also den Reifen an sich, getrennt in der Mitte und zusammengeklebt, damit es auf der Breite oder damit es zu der Breite des Reserverads passt. Was auffällt, sind natürlich diese ganzen Schrauben hier, die im Original auch vorhanden sind, da die Karosserie des DeLoreans ja aus GFK ist und zusammengeklebt wurde und zusätzlich verschraubt wurde, muss sich das hier im Modell natürlich auch darstellen. Zusätzliche Sticker von Mike Lane, also die beiden hier oben, die und das hier vorne. Und ich habe noch zusätzliche Verschlüsse hier vorne angebracht für die Klappe, die hier vorne ist. Außerdem möchte ich euch gerne diesen kleinen Verschluss hier zeigen, den ich noch zusätzlich angebaut habe. Die Motorhauben oder die Kofferraumverriegelung hier, die habe ich ergänzt, da es im Original auch nicht so vorhanden gewesen ist. Also im Original schon, aber nicht im Originalbausatz von Eagle Moss. Außerdem habe ich die Kofferraumhaube in verkleidet. Hier ist jetzt Stoff drauf, beziehungsweise eine Velourfolie. Die war im Original auch vorhanden und so musste es auch im Modell eingebaut werden. Ja, kommen wir nun zur Beifahrerseite und auch hier gibt es wieder so viele Details. Alle werde ich nicht nennen können, da ich mich gar nicht mehr an alle erinnere. Man kann hier nochmal deutlich den Zeitschalter sehen mit den zusätzlichen Kabeln. Ich habe hier auch einen Sticker von Mike Lane aufgebracht und die Tasten silber lackiert. Zwei Kabel, die von der Box wegführen, einmal das schwarze und das rote habe ich ergänzt. Ich habe hier zusätzliche Kabel eingefügt und diese Kabelbinder aus Isolierband selbst geschnitten umwickelt. Das gleiche ist auch hier zu sehen und an der Zeitbox habe ich an der Seite auch einen Sticker aufgebracht. Hier gibt es auch noch einige Kabelbinder, die ich ergänzt habe und zu den Lüftungsöffnungen habe ich ja schon was gesagt. Ja, wie ihr hier sehen könnt, habe ich auch einige Markierungen auf den Kabel angebracht, ausgeschnitten aus Isolierband. Diese kleine Box hier leuchtet jetzt, dort habe ich eine SMD verbaut und jemand hat mir eine neue Platine hier vorne oder eine neue Anzeige gefertigt und die wurde auch hier vorne angebracht. Ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann, diese kleinen Kabelbinder hier bestehen aus Blumendraht. Bei der Sichtung der Originalfotos habe ich gesehen, dass diese Kabel einfach nur mit Draht zusammengehalten wurden und nicht mit Kabelbindern, so wie es im Rest des Fahrzeugs üblich ist. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann, aber auch diese Teile hier wurden stark überarbeitet. Ich habe Mikrolitze verwendet, um hier die Kabel darzustellen. Ebenso habe ich zwei graue Kabel, die von der Dachkonsole Richtung Boden führen oder Richtung Mittelkonsole führen, zusätzlich angebracht. Ja, weiter geht's am Heckbereich des DeLorean. Wir haben hier die Torpedos, so werden die umgangssprachlich genannt. Diese habe ich geschliffen und in der richtigen Farbe lackiert. Ich denke, das kommt den Original
sehr nah. Hier kann man nochmal sehen, diese kleinen Leitungen, die hier wegführen von den Torpedos in Richtung dieser Box und eine geht hinten in die Rückwand, habe ich auch ergänzt. Und es war gar nicht so einfach, passende Bilder zu finden, da ich mich ja mehr an dem Filmfahrzeug orientiere als an dem restaurierten Filmfahrzeug, weil an dem restaurierten Filmfahrzeug gibt es auch erhebliche Abweichungen zum Originalfilmfahrzeug, wenn man sich die Bilder anguckt und das Behind-the-Scenes-Material sichtet. Und deswegen habe ich mich mehr an dem Fahrzeug orientiert, das auch so im Film zu sehen war. Auf jeden Fall habe ich aus Nadeln, kann man sagen, das sind so Pinnennadeln, habe ich die Köpfe abgeschnitten, dieses Teil extra gebogen und eingefügt. Und man kann hier deutlich sehen, dass ich noch extra Farbmarkierungen hinzugefügt habe, wie dieses Gelbe, Weiße mit diesem Punkt drauf und das Blaue. Und wie gesagt, eine verschwindet in der Rückwand. Und die anderen gehen zu so einer silbernen Box. Das ist ein Detail, auf das ich sehr stolz bin. Dadurch wird es natürlich unmöglich, die Reaktorplatte zu öffnen bzw. abzunehmen und in den Motor zu schauen. Deswegen werde ich hin und wieder Bilder vom Motor zeigen oder auch Bilder vom Bau. Und diese ganzen Details, die ich vergessen habe, könnt ihr auch nebenher in den Bildern sehen. Ja, zum Abschluss gibt es nochmal einen schönen Überblick über die Reaktorplatte. Wie gesagt, die lässt sich jetzt nicht mehr abnehmen. Man kann den Motor nicht sehen, aber wie ihr in den Bildern zwischendurch ja gesehen habt, ist der Motor auch ziemlich cool geworden. Ich habe ihn gealtert und entlackt. Und also es steckt so viel Arbeit in diesem Modell drin, das ist unfassbar. Und das war für mich auch das aufwendigste große Modell, das ich so in den letzten 2-3 Jahren gebaut habe. Ich bin sehr, sehr stolz darauf. Und ich hoffe, euch gefällt, was ich hier so fabriziert habe. Und ja, mal sehen, was aus dem Ecto wird. Das wird auch sicherlich interessant. Da freue ich mich schon drauf, um meine ganzen Erfahrungen einfließen zu lassen in das Modell. Und das wird sehr, sehr aufwendig. Nun aber zu der Reaktorplatte und was dort alles noch geändert wurde. Ich habe hier dieses Bauteil neu lackiert. Das war in so einem, ich weiß gar nicht mehr, in so einem ähnlichen Farbton, aber es passte halt nicht zum Original-Filmfahrzeug. Diese kleinen Vertiefungen, die hier in sich noch befinden, habe ich auch farblich angepasst. Sie sind jetzt orange, wie beim Filmvorbild. Ich habe die Schläuche hier gekürzt, damit sie nicht so komisch aussehen, wie im Bausatz vorgesehen, sondern dass sie schön stramm sind und dem Original-Filmvorbild ähneln. Ich habe den Reaktordom neu lackiert, gealtert und ein bisschen Chipping angewendet. Das kann man hier an diesen ganzen silbernen Resten hier so sehen, ebenso diese ganzen Kühlkörper hier. Die habe ich auch ein bisschen mit Chipping versehen. Hier kann man nochmal deutlich sehen, wie die Nähte aufgebracht worden sind. Dann habe ich hier diese Flex-Schläuche gewechselt von Tamiya. Die sind jetzt hier angebracht worden und sieht in meinen Augen deutlich besser aus. Diese Schläuche habe ich ja vorhin schon erwähnt. Die habe ich mit Blumendraht umwickelt, neu lackiert und auch ein bisschen Alterung aufgebracht hier. Diese Rostfarbe, die ihr hier sehen könnt. Dieser Kühlkörper ist original. Ich habe allerdings diese Schraube hier oder diese Öffnung hier oben in Grau lackiert. Diese Federung, dieses Federungsteil, was ihr hier sehen könnt, ich vergesse immer wieder den Namen. Dort habe ich auch Federn eingebaut, um das originalgetreu zu gestalten. Hier wurde dieses Flex-Schlauch, dieser Flex-Schlauch geändert. Zusätzliche Kabelbänder, die Schläuche hier wurden auch neu lackiert. Und wie ihr sehen könnt, wurde auch dieser Tank neu lackiert. Dieses Stück Schlauchrohr, also diesen Verbindungsschlauch hier, den habe ich auch neu lackiert, aber im Originalfarbton. Diese Kabelstecker hier, also diese großen Lüsterklemmen, würde ich mal sagen, die habe ich überarbeitet und hier sind auch kleine Kabelschuhe dran. Und ja, was gibt es eigentlich noch zu sehen? Ach ja, diese Kabel hier, die waren auch nicht original vorgesehen im Eagle Moss Bausatz, ebenso wenig wie die Elbows, die hier zwischen den Zylindern rausragen. Die habe ich auch neu ergänzt. Hier kann man sie nochmal sehen, da und da. Die wurden auch hinzugefügt. Und ansonsten soll es das gewesen sein. Ich habe sicherlich noch einige Sachen vergessen. Ach ja, diese Umwandlung hier, in diesen Schläuchen hier, habe ich mit Draht gemacht und neu lackiert, beziehungsweise trocken gemalt. Die Rückwand vom DeLorean, die hier zu sehen ist, wurde auch entlackt, ebenso wie diese ganze Reaktorplatte unten. Also die ist jetzt blankes Metall, so wie im Original auch. Ja, ich hoffe, ihr könnt das hier unten sehen. Der Auspuff wurde auch gealtert. Ich werde auch, wie gesagt, zwischendurch Bilder reinmachen vom kompletten Unterboden. Der ist komplett überarbeitet worden. Der ganze X-Rahmen wurde neu lackiert und befindet sich so jetzt im Originalzustand, so wie es auch im Film gewesen ist. Hier unten kann man nochmal die ganzen Kabelbinder sehen, die ich zusätzlich angebracht habe. Ebenso diese Aufkleber, die die Löcher hier darstellen oder diese Vertiefung. Die Heckblende wurde von mir neu lackiert. Die Rückleuchten wurden auch bearbeitet. Ich habe die Rückfahrscheinwerfer deaktiviert, ebenso die Blinker hier, sondern nur dieses Teil. Also Bremslicht und normales Fernlicht ist an oder normale Scheinwerfer, Rücklichter sind
angeschlossen, damit es wie im Original wirkt. Ja, weitere Details zum Armaturenbrett. Ich habe hier diese Box ein bisschen bearbeitet, das Kabel vom Speedometer ist bearbeitet, die Kabellitzen wurden getauscht. Ich habe hier Kabelschuhe angebracht, Schrauben angebracht, dieses Teil komplett neu lackiert. Ebenso wie hier dieses Teil neu lackiert und Kondensatoren angebracht und das ganze Teil abschließend gealtert. Auch hier könnt ihr einige Details erkennen. Ich habe diese Einheit neu lackiert, silberne Streifen angebracht und die Kabel gewechselt, so wie es im Original auch gewesen ist, nebst Kabelschuhe. Das war eine sehr, sehr aufwendige und schwierige Arbeit, aber ich bin froh, dass ich sie so gemacht habe. Hier könnt ihr nochmal die Schrauben sehen auf diesen roten Bauteilen und die Kabelschuhe. Sieht in meinen Augen eigentlich ziemlich movie-akkurat aus. Ja, das war's eigentlich im Großen und Ganzen auch. Ich denke, ich habe viele Sachen vergessen. Ach ja, mir fällt gerade ein, ich habe die Räder neu lackiert in einem Silberton. Den Schließmechanismus habe ich auch bearbeitet, in Silber abgesetzt. Wenn man die Türen noch aufmacht, ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann, habe ich die Farben gewechselt, weil ich denke, im Original war es vorne orange und an den Seiten orange und hinten rot. Die habe ich gewechselt, neue LEDs eingebaut. Ich habe hier auch Sticker von Mike Lane angebracht. Ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann jetzt. Die Tür habe ich verkleidet innen drin. Also die Innenverkleidung habe ich ein bisschen bearbeitet, mit Stoff bezogen. Die Overhead-Konsole wurde ebenfalls mit Stoff bezogen. Und ja, das war es jetzt eigentlich soweit von Innenraum. Ich denke, ich habe da jetzt nicht so viel vergessen. Die ganze Karosserie wurde mit Klarlack behandelt. Also nur leicht eingenebelt, nicht so doll, nicht, dass es so richtig glänzt, sondern so ein bisschen, um den Edelstahl-Look ein bisschen hervorzuheben. Die Frontmaske wurde neu lackiert, ich glaube, das habe ich vorhin schon erwähnt, weiß ich aber nicht ganz genau. Ebenso die Heckmaske, die musste ich vorne komplett entlacken, schleifen und neu lackieren, da bei der Produktion unschöne Nähte hier gewesen sind, die musste ich ein bisschen entfernen. Doch bevor dieses Video endgültig endet, möchte ich euch natürlich noch den Plutonium-Koffer zeigen, den hätte ich beinahe vergessen. Jeder Plutoniumzylinder, den ihr hier sehen könnt, kam in Einzelteilen, die musste man halt zusammenbauen und die Sticker befestigen. Leider haben die Sticker nicht so gut gehalten, also musste ich sie mit einem Klecks Sekundenkleber befestigen. Dann habe ich den ganzen Koffer innen verkleidet mit meinem Stoff hier, mit meinem Velourstoff und zusätzlich dieses Schild angebracht, um auch dem Original zu entsprechen. An sich ein sehr, sehr schöner Koffer, er lässt sich natürlich auch zumachen. Hier könnt ihr es hören, also hier mit diesem Mechanismus hier lässt sich dieses ganze Teil öffnen. Einfach nur hier zurückziehen oder beide gleichzeitig zurückziehen. Dann springt er schon auf und man kann den Koffer dann aufmachen wie im Original. Ein sehr, sehr schönes Detail, auch sehr detailverliebt. Allein schon diese Griffe, die ihr hier sehen könnt. Also die gefallen mir sehr, sehr gut. Oben haben wir auch so einen Griff hier. Und auch die ganzen Details, die ihr hier oben sehen könnt mit den Stickern und das alles. Das gefällt mir wirklich schon sehr, sehr gut. Und ja, da hat IGEMORS wirklich gute Arbeit geleistet mit diesem Koffer. Ja, mein abschließendes Fazit zu dem Bau. Die Teile kamen bis auf zwei Ausnahmen eigentlich ziemlich pünktlich, würde ich mal sagen. Obwohl ich mich jetzt besser damit anfreunden kann, wie es jetzt mit dem Ecto läuft. Alle 4 Wochen 4 Bauteile, aber dafür pünktlicher. Und ich finde es auch schön, dass sie beim Ecto die Anleitung in ein Heft gepackt haben und nicht für jeden Bauteil immer ein neues Heft mitliefern. Das war beim DeLorean wirklich schon ein bisschen nervig. Ansonsten die Passgenauigkeit, wie ihr hier sehen könnt, ist so lala. Ich würde mal sagen, die Seite ist die schlimmste, die andere Seite passt ein bisschen besser. Aber mit einigen Tricks kriegt man die Teile auch hingebogen. Also gerade hier vorne am Kotflügel, der guckte schon sehr, sehr weit rein. Also der war schon sehr, sehr tief drin. Da habe ich einfach eine Leiste hier hinter geklebt, damit der Kotflügel ein bisschen weiter rauskommt und auch zur Tür passt. Aber dieser Spalt ist natürlich sehr extrem und sieht in meinen Augen auch nicht gut aus. Deswegen würde ich diese Seite eigentlich immer mit offener Tür darstellen, damit man das nicht so sehen kann. Das soll es erstmal gewesen sein. Falls ihr Fragen habt, haut sie in die Kommentare rein. Ich versuche sie so gut wie möglich zu beantworten. Und ansonsten könnt ihr auch gerne auf meinem Facebook und meinen Instagram-Account gehen, Legacy Scaleworks. Dort gibt es eigentlich sehr, sehr viele Bilder, Videos, Detailaufnahmen von meinem DeLorean, wie ich was gebaut habe. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr mit dabei seid, wenn ich den Ecto baue und mir auch mit Rat und Tat zur Seite steht. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Haut rein.